Wie tickt eigentlich die Generation Y und Z und welche Bedürfnisse müssen Unternehmen erfüllen, um diese für ihre Betriebe zu gewinnen? Wim Abbing, Vorstandsvorsitzender vom Unternehmerverband, eröffnete mit diesen Fragen den Unternehmertag Sommer 2018. Geladene Referenten waren der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Oliver Wittke und die Unternehmerin und Wissenschaftlerin Felicia Ulrich. Die Unternehmerin erkundet die Wünsche und Bedürfnisse junger Leute, sodass Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen entstehen. Die wichtigsten Tipps wären auf der einen Seite, sich mal die eigene Kommunikation angucken. Spreche ich die Werte an für die Jugendlichen? Gehe ich darauf ein, wie die Zukunftsperspektiven für die Jugendlichen sind? Wie sind meine Stellenanzeigen und Azubi-Flyer? Ist das mehr so eine sozusagen Zahlen-Daten-Faktenwüste oder mache ich konkrete Angebote? Ich würde sagen, gehen Sie weg von Anforderungen, gehen Sie hin zur Orientierung, ne? Dass die Jugendlichen sich was unter dem Beruf vorstellen können. Gucken Sie, wie schnell ihre Prozesse sind. Wenn die Prozesse zu langsam sind, sind die Jugendlichen weg, weil die haben heute im Durchschnitt 60% haben mehr als ein Ausbildungsplatzangebot. Das heißt, wir haben Konkurrenz, wir müssen uns Mühe geben. Die Konkurrenz der Unternehmen ist den Jugendlichen bekannt. Sie wissen, dass sie eine rare Generation sind und unendlich viele Möglichkeiten haben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen gibt es noch einen weiteren Grund dafür, dass die junge Generation einen Wandel in der Arbeitswelt fordert und Unternehmen sich mittlerweile bei den Bewerbern bewerben müssen. Auf der anderen Seite sehen Sie wirklich oft, immer mehr Eltern sind gestresst, wir haben immer mehr psychische Erkrankungen, wir haben immer mehr Burnouts. Und wenn ich doch weiß, ich habe auf der einen Seite alle Möglichkeiten und auf der anderen Seite sehe ich meine gestressten Eltern, dann ist es ja mehr als normal, dass ich sage, es muss andere Konzepte geben. Ich glaube gar nicht, dass die faul sind und gar nicht mehr arbeiten wollen. Die möchten halt andere Bedingungen. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Neben anderen Arbeitsbedingungen erklärt Felicia Ulrich ebenfalls neue Ausbildungsmethoden. Denn der frische Wind, den der junge Mensch mit ins Unternehmen bringt, sollte nicht in einem lauen Lüftchen enden, sondern effektiv genutzt werden. Wir haben mit unseren Azubis zusammen so über einen Design Thinking Prozess ein neues Produkt entwickelt und es war toll, wie viele Ideen die hatten, wenn man die mal lässt. Und in den Zeiten der Digitalisierung müssen wir immer schneller werden in unseren Prozessen und da brauchen wir Menschen, die auch mal über den Tellerrand gucken. Und junge Leute kennen den Tellerrand ja noch gar nicht. Die kommen ganz unbelastet in unser Unternehmen und lassen wir sie doch mal Konzepte hinterfragen und nicht immer, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch zukünftig noch so. Also ich glaube, auch da werden wir uns verändern und anpassen müssen. Angepasst werden soll sich an eine Generation, die neue Prioritäten setzt. Nicht das Geld, sondern die Selbstverwirklichung und die Vereinbarkeit von Job und Freizeit würden an erster Stelle bei den Generationen Y und Z stehen. Allerdings entstehen dadurch leicht die Vorwürfe, unflexibel, anspruchsvoll und bequem zu sein. Ich nehme die anders wahr. Ich komme von der Uni Duisburg-Essen. Ich habe tagtäglich mit Studierenden zu tun. Und ich glaube, die sind schon heute sehr engagiert. Und ich glaube, die Unternehmen müssen weniger, sag mal, darüber klagen, sondern auch mehr tun, um diese Jungen anzusprechen. Die sind schlauer, die machen vieles richtig, sind schwieriger, die sind nicht so ausnutzbar, wie wir es waren. Das ist nicht mehr die Generation Burnout, sondern die, die sich ein Auto auch teilen und nicht unbedingt ein Eigenheim wollen. Also ich finde das gut. Da war zwischendurch ja die Wortmeldung von der 26-jährigen jungen Dame, die da gesagt hat, wir gar nicht so schlimm sind und dass das auch durchaus, dass das Rohdiamanten sind, die geschliffen werden müssen. Und da stimme ich sehr mit ihr überein. Gefragt ist heutzutage also junge Leute dort abzuholen, wo sie stehen. Sie haben einfach andere Dinge drauf als ihre Vorgängergeneration. Und was dabei nicht vergessen werden darf, erzogen hat sich die Generation nicht selbst.